So, Leute, wir sind wieder da mit Stardew Valley im Multiplayer. Diesmal nimmt es wirklich von Anfang an auf. Ich gucke immer mal wieder auf die kleine Leuchte. Wir haben wieder etwas Geld bekommen. Düm, düm, düm. Ja, Sogi, die Frage ist halt nur, ob sich das lohnt. Und das wäre halt echt schon mal interessant zu wissen. Also so echt. Aber darüber hat er nämlich nichts gesagt. Müssen wir Mafi mal fragen. Mafi weiß das doch bestimmt auch nicht. Ach doch, der weiß Bescheid. Denn es ist Mafi. Dö. Moment, was? Was? Bam, bam, ba. Kohle gehört hier gar nicht rein in die Kiste. Was mache ich denn hier für einen Blödsinn? Ich glaube, es lohnt sich gerade so. Es könnte sich aber auch lohnen, ne? Inventory full. Wir haben übrigens wieder eine Iridium Duck Feather. Läuft bei uns. Ich kann gerade nicht ernten, weil mein Inventar noch voll ist. Moment, doch, ich kann ernten. So viel Platz habe ich noch. Ich glaube tatsächlich, dass sie nicht alle cool finden, aber ich finde es tatsächlich ziemlich cool, wenn man. Was fände ich denn cool? Achso, wenn man die Sachen, die im Fernsehen laufen, nicht den ganzen Tag über gucken könnte, sondern halt auch nur zu bestimmten Zeiten. Das wäre interessant, ja. Heute Abend bei einem schönen Tee die Kochshow gucken. Wenn du halt wie so eine Art Wochenplan hast, wo du weißt, wann welche Sendungen laufen. Du könntest zum Beispiel auch nur einen Tag zum Beispiel den Wetterdienst haben, der für die nächste Woche angesagt wird. Also es reicht ja, wenn du trotzdem für jeden Tag hast, war am einen Tag schon die ganze Woche. Das wäre cool, da kannst du vorausplanen. Ja, dafür kommt das aber der Wetterbericht halt nur an dem einen Tag. Nee, ich dachte halt, der kommt schon an den anderen Tagen auf, aber nur für den nächsten Tag. Damit du das halt weißt. Oder halt Wetter, das sich tagsüber auch ändern kann. Das wäre ziemlich cool. Oder Regentote, die am ersten Tag des Monats auch gehen. Nee, aber stell dir mal vor, du hast Wetter, das halt sich tagsüber ändern kann. Und wenn du halt bis mittags nicht gegossen hast, dann zählt es halt als dem Tag nicht gegossen. Das ist aber blöd gerade. Überleg mal, was ist für den ersten Tag des Jahres? Nee, nicht, wenn du selber gießt, sondern bei Regen. Dass bei Regen das nur zählt, wenn es den ganzen Tag über... Oder halt, keine Ahnung, Regen muss länger als 2 Stunden sein, damit das halt funktioniert. Aber es kann halt auch mal kurz nur regnen. Allerdings Das wäre sinnvoll. Das wäre cool, aber dann müsste halt... Ich meine, gut, dann hättest du halt Regen nochmal einfach nur so zum cool aussehen. Oder Regen hätte dann vielleicht irgendeine Wirkung. Keine Ahnung, wenn es regnet, läufst du langsamer oder so. Verlierst du schneller Energie. Weil das würde schon Sinn ergeben. Ich wollte gerade Hartholz sammeln, aber ich habe meine Axt noch nicht abgeholt. Die muss ich heute erst machen. Oh. Oh. Suki, ich besser dann gleich mal deine ich besser meine Hacke auf. Die brauche ich morgen. Ah, der. Suki, ich besser mal deine Spitzhacke auf Gold auf. Hä? Was denn? Hab ich nicht ihre Spitzhacke? Achso, nee, ich bessere deine Spitzhacke auf Gold auf. Ja, ich hab nämlich Sukis auch und die habe ich schon in Gold reingepackt. Die ist morgen fertig. Ja, dann bessere ich deine mal auf. Gold wie auch immer, wir haben danach 3 Goldspitzhacken. Das ist das Ende des Liedes. Ja. Finde ich gut. So gehe ich besser deine nicht auf. Mafi war schneller. Oder nee, war das nicht meine? Nee, ich habe deine, weil Suki hatte ursprünglich deine. Dann habe ich Suki meine gegeben und dafür deine bekommen. Und du hattest dann noch Sukis. Wie auch immer, ich habe Sukis, die aus Sukis Kiste genommen, das war eine Goldspitzhacke.
die nutze ich jetzt und die andere war, hat die vorher auf Metall abgegradet und gleich weiter zu Gold gemacht. Ich habe Brot bekommen. Und eine Goldaxt. So. Werkzeuge verbessern. Goldspitzhacke. So, auf zu den Minen. Ich würde mir so mal ein schönes Regenbogenwerkzeug. Ja. Da müsste das Magic Tools ist halt schon ziemlich OP. Gerade was das am ersten Tag angeht. Ja, wir warten noch kurz eine halbe Stunde hier. Ja, du kannst halt, es gibt halt einige Mods, die da noch eine Stufe dazufügen. Aber ganz ehrlich, was heißt, was den ersten Tag angeht? Ich sag nur Traktor-Mod. Nein! Hatte ich den, den Prismatic Shard auf dieser Map schon gehabt oder war das auf der anderen noch? Das war noch auf der anderen, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, weil dadurch habe ich noch keinen Prismatic Shard gehabt, deswegen können wir die nicht kaufen. Aber ich kann jetzt eh gerade ein paar Tage nicht in die Mine gehen, weil ich keine Axt habe. Also ich könnte mir die Spitzhacke von dir nehmen. Nein! Wenn du. Du hast jetzt eine Spitzhacke bei Clint, ne? Ja. Ich habe auch eine Spitzhacke bei Clint. Ja, aber deine ist morgen schon fertig. Ja. Eben. Nein! Ich habe gerade ein Ticket für die Calico-Wüste gekauft. Tja, dann musst du wohl noch in die Wüste. Nein! Da sind Slimes in die Wand gerannt! Bleib stehen! Shit! Monsterebene? Ja. Keine Bomben dabei. Ich hasse es, wenn das passiert. Bis jetzt ist es nur Suki passiert, aber ich hasse es trotzdem, wenn es passiert. So, das war einmal 500 umsonst. Dankeschön. Die sind einfach abgehauen durch die Wand. Komm zurück! Ich sehe dich nicht mal mehr. Wie soll ich jetzt hier weiter runtergehen? Habe ich 99 Steine? Nein, 48. So ein Dreck. Das wollte ich machen. Verstecke. Ich glaube, wenn ich die Mine verlasse und wieder reingehe, dann das resettet. Sollte. Zumindest solange ich allein in der Mine bin. Na, du musst halt ganz rausgehen, ja. Dann wird die ganze Mine resettet. Also die Ebene hier ist auf jeden Fall resettet schon. Ja. Ich wollte noch Fernsehen gucken. Königin der Soßen. Pfannkuchen. Ja, das sind keine Pfannkuchen, das sind Plinze, aber egal. Sehen wir es den Leuten nicht so nach, die das Spiel gemacht haben. Die haben halt keine Ahnung. Wieso? Hey, du hast Glück. Mine so, nein. Ja, das kenne ich irgendwoher. Meistens ist es bei mir andersrum. Spieler, du hast Pech. Mine, nein. Nein. Ja, Plinze. Sag ich ja. Frag Mafi, der weiß das. Das sind Plinze, ja. Eben. So, wir müssen sehr viel Geld morgen ausgeben für Blaubeersamen. Ach, wir sind auch richtig dämlich. Was denn? Naja, wenn wir hätten gut Geld machen wollen, hätten wir Erdbeersamen pflanzen sollen. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir in dem anderen Spielstand Erdbeersamen gepflanzt. Wir haben aber jetzt keine Erdbeersamen mehr und nur noch 8 Erdbeeren. Das heißt, wir müssen für nächstes Jahr mit 8 Erdbeersamen anfangen. Wir werden uns dann welche ins Gewächshaus packen, ne? Ja, kann man machen. Ich werde mal unsere Erdbeersamen machen. Was witzig ist, weil
Eigentlich aus jedem kleinen Kügelchen bei der Erdbeere ist ein Samenkorn. Ja, aber nicht alles gehen quasi auf. Und so, ich habe aus 4 Erdbeeren schon mal 9 Samenpäckchen bekommen. Na, immerhin. 14 aus 7, also effektiv verdoppelt. Wenn ich da jetzt 2 raus. Ja, effektiv verdoppelt aus 8 Stück 16 Saatpäckchen. Und morgen ist Sommer und wenn jetzt irgendwas nicht geklappt hat, werde ich ein wenig cheaten, aber das ist in Ordnung, weil morgen sollte der Baum theoretisch ausgewachsen sein. Ich habe ihn am 1. des Jahres gepflanzt. Da unten die Dings wird nicht mehr sein. Die Blume. Deswegen mache ich die heute raus. Der blaue Jazz. Was ich richtig witzig finde, ist, dass der Honig erst mit der Ernte definiert wird. Das heißt, wenn da vorher eine Pflanze ist und man den Honig ab... Warum ist in der Kiste Werkzeug drin? In welcher Kiste? In der hellrosanen. Keine Ahnung, ich habe da kein Werkzeug reingemacht, glaube ich. Da ist eine Axt drin, eine Hacke, eine Iridiumangel, eine verkleideten Dreher und eine Gießkanne. Okay. Ich habe einen Purple Slime gefunden. War das vielleicht das Zeug, was ihr in euren Kisten gehabt hattet, vorm Haus, was ihr weggeräumt habt? Nein, das haben wir in unseren Kisten vorm Haus, das Zeug. Na, da gucke ich mal, ob Sugi das auch noch vor ihrem Haus hat. Wenn du XD dazu schreibst, Suki, dann glaube ich, dass du das doch warst. Gucken wir einfach mal vor Sukis Haus in die Kiste. Da ist das nämlich nicht mehr drin, das Werkzeug. Und bei Mafi schon. Dann war das nämlich Suki. Und da Suki das nicht mehr braucht, entsorge ich das mal schnell für Suki. Ah. Allerdings nee. Wie, warum gibst du mir Mumienebenen? Mumienebenen sind grausig. Mach es einfach weg. So. So, okay, ich hoffe, du hast das so gewollt, dass das nicht das Zeug ist, was hier eigentlich reingehört. Sie hat sogar Lebenselixier und Energietonikum. Ja, sie war in der Mine ordentlich unterwegs. Ja. Zurzeit ich weiß auch gar nicht, sie ist halt auch irgendwie auf Ebene wahrscheinlich schon über 100. Wird Zeit zum Schlafen gehen, Mafi. Ja, aber oh shit, es ist 23:10 Uhr, ja, sag das doch. Selbst auf der neuen Map schon? Achso, nee, auf der alten Map war ja ich nur in der Mine gewesen, stimmt, ja. Was mir gar nicht passt, ist, dass direkt vor meiner Haustür dieser Teich ist. Das ärgert mich so ein bisschen. Den hätten sie echt wegpacken können. Ich muss noch eine Ebene schnell gehen. Ja, beeil dich, es ist 23.40 Uhr. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Zeitlos schlafe ich in deinem Bett, das ist okay. It's getting late. Ja. Ruhe, ich muss mal. Es wird spät. Ja, wo ist mein Pferd? Irgendwann hat mein Pferd weggeritten. Ist bestimmt weggelaufen. Es sind gar keine Pferde mehr da. Du hast auch kein Pferd mehr. Doch, dein Pferd steht vorm Stall. Mein Pferd steht bei mir im Stall. Nee, steht's nicht. Oder vor der Haustür oder so. Ich bin vor der Haustür. Ich habe das jetzt genommen und reite jetzt zu mir. Mein Pferd steht auch nicht in meinem Stall. Wo zur Hölle ist mein Pferd? Das habe ich versteckt am Busstopp hinten hinter dem Baum. Ja, warum machst du sowas? Weil es lustig ist. Ja. Nein. Doch. Oh. Heute ist jetzt der erste? Ja. So, der 28. Tag im Frühling im Jahr 2 ist weg. Wir haben wieder 3600 bekommen durch den Kaffee. Das ist ganz in Ordnung. Haben wir jetzt Kaffeefeld jetzt und werden jetzt... Es lohnt sich übrigens nicht, Multi-Harvest-Dinger wirklich zu düngen, weil das nur für die erste Frucht gilt. Und das heißt, wenn da 4 Blaubeeren sich geerntet werden, dann kriegt nur eine davon diesen Bonus. Na Mensch. Soll ich immer meine Tasche ausmüllen und dann komm. Ich dachte, ich hätte mal eine bessere Hacke gehabt. Wem habe ich denn die gegeben? Ich habe eine normale Hoe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon eine Eisenhacke hatte. Ah ne, ich habe eine Eisengießkanne.
Ich habe eine normale Haut. Das ist mir gerade aufgefallen, was das bedeutet. Ugh, da muss ich alles einzeln hacken. Vielleicht sollten wir die Haut mal. Ja, die werde ich dann demnächst. Und so. Meine Spitzhacke müsst ihr am Morgen. Ah, Goldachs ist klar. Kann ich die heute noch wegbringen, die Hacke, wenn ich hier fertig bin? Theoretisch können wir auch unsere Felder vergrößern für den Herbst dann, für die Cranberries. Ja, nee, lass mal, solange wir die Hacken nicht haben. Naja, bis zum Herbst können wir die Hacken weitermachen. So. Ich nehme mal gleich schon Kupfer mit, dann kann ich meine Hacke gleich verbessern. Ja, meine ist ja schon Kupfer, aber jetzt noch nicht verbessern, du, ne? Nein, jetzt helfe ich dir erstmal. So. Ja, das war nicht schlau, egal. Ich bin mir nicht mal sicher. Es verbraucht zwar weniger Energie, aber ich glaube, das einzelne Hacken ist teilweise echt schneller. Wenn man nicht die Goldstufe mindestens hat. Ah, komm schon. Willst du erst mal anfangen mit Gießen und dann Seeds holen? Ich mach das hier. Ich geh Seeds holen? Warte mal, also als erstes muss ich kurz cheaten, weil die müssten heute sowieso ready sein. So, die habe ich nur zu spät angepflanzt. So, das ist nur, weil wir die auf dem anderen Spielstand halt schon am 1. des Frühlings angepflanzt haben. Und dann haben wir da oben einen Baum, der jetzt reif sein sollte und er trägt morgen erst den ersten. Okay. Offensichtlich trägt der Apfel morgen erst. Na Mensch. Das ist in Ordnung. Ja klar, weil den haben wir am 1. gepflanzt, wahrscheinlich 28 Tage und so weiter, aber sollte morgen tragen. Ich geh mal shoppen. Mach das. Ich weiß nicht genau, wie viel wir brauchen, aber ich kaufe einfach mal ein paar mehr. Wir hatten das ausgerechnet, ich hab's vergessen. Wie gesagt, ich kaufe ein paar mehr. Ich kaufe 400. Wir haben noch 100 da oder so. Das Geld sollten wir auf jeden Fall wieder reinbekommen. Ja. Die Seeds waren ja auch nicht schlecht. Eben. Sommerseeds, da haben wir nochmal 100 davon. Melonen, Sternfrüchte gehören nicht da rein. Sternfrüchte gehören zu den Sternenfrüchten, nicht zu den Sternfruchtsamen. Warum auch immer wir da so viele Sternfrüchte haben. Bin gleich durch. Wir können hier vielleicht eine Well hinstellen irgendwo, oder? Wo ist hier das nächste Wasser? Gleich rechts neben dem Feld. Achso, oh, okay, den brauchen wir nicht. Ich esse erstmal einen Crab Cake, weil meine Energie kaputt ist. So, jetzt kann ich dann gießen. Was hast du für eine Gießkanne? Kupfer. Okay. Ich glaube, beim Gießen tatsächlich lohnt sich tatsächlich aufzuladen, einfach durch die lange Gießanimation. Das stimmt. Naja, und wie gesagt, energietechnisch lohnt sich's auf jeden Fall. So. Wir haben fast 200 hierfür gebraucht. 192 Felder haben wir dort.
Oh Gott, ein Streifen runter und kein Wasser mehr. Und dann auf den nächsten Streifen. Ja, schade, dass das Regentotem nicht instant ein Gewitter hervorruft. Regentotem funktioniert am ersten des Monats auch nicht. Ja, eben, weil es halt zum nächsten Tag gilt und das halt das nicht überträgt. Es müsste ja halt nur instant das Wetter ändern. Dann würde es auch am ersten funktionieren. So, wir haben insgesamt 416 Dings verbraucht. 416 Samen. Ich muss nur noch alles gießen. Zu Clint komme ich halt nicht mehr. Geh halt zu Clint. Ja? Wir gießen dann später weiter. Naja, wobei, nee, das schaffen wir nicht mehr. 16 Uhr macht der Schluss schon. Eben. Außerdem ist es jetzt nicht so dringend mit der Hacke. Ja, aber er hat immer noch meine Axt. Wir sollten eher noch die Tiere dann petten. Suki, du fehlst uns einfach. Kratzen. Hä? Mein Computer hat gerade fast abgekratzt. Ei. Macht meiner in letzter Zeit auch öfter mal. Das ist aber die Hitze. Nee, er macht, er hängt sich auf und zwischendurch piept er auch einfach mal ganz kurz, so, ganz laut. Das wird einfach, ja, das wird einfach eine Hitzewarnung sein. Ja, das ist aber kacke. Ja, klar ist das kacke. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ja Kaffee trinken kann. Was wir auf jeden Fall machen sollten, ist die hier ernten. Ja. Das kriegen wir keine volle 8 Ernten. Das stimmt. Komm schon, das schaffe ich noch mit meiner Energie. So, wir haben alles geschafft. Ich habe kein Wasser mehr, ein Feld ist da noch. Echt? Ui, das hätte ich noch machen können. Ich bin gerade weggelaufen, weil ich Tiere streichen gehe noch schnell. Naja. Nur 23 Energie, das sollte reichen. Du musst aber noch die Kuh melken, ich habe keinen Melkschemel. Ja, die schleppe ich ja die ganze Zeit mit. Eben. Ich sorge nur für die Zufriedenheit unserer Tiere. Ich finde es übrigens... Natürlich, Pro versucht zu schlafen. Jetzt kann ich Pro nicht mehr streicheln, na toll. Bis 19 Uhr geht's. Ja, es war genau 19 Uhr. Ich finde es übrigens kacke, dass du überall drei Dings da reingestellt hast. Warum? Naja, weil die drei Plätze wegnehmen. Es ist nicht so, dass wir da viele Plätze brauchen. So, morgen müssen wir dann erstmal den Garten ein bisschen ordentlich machen. Morgen ist mal dann zu Clint auch gehen. Ja. So, die Ancient Seeds. Die gleich direkt Ancient Fruits. Soll ich gleich in den Seedmaker reinschmeißen? Ja, du willst ja dann dir die im Dings machen. Theoretisch in der nächsten Folge sollten wir es nur noch hinbekommen, den Dings zu bekommen. Ja. Nee, wir brauchen noch fürs Futterbundle. Das ist was anderes. Ich meinte, das Gewächshaus, ja. Das Gewächshaus, genau.
Das sollten wir nächste Folge bekommen, weil erster Tag sollte der Apfel fertig sein und am zweiten Tag sollten wir das Gewächshaus dann haben. Platzieren und so. Und weißt du was? Einfach weil wir so viel Platz haben. Pflanzen wir einfach Bäume an. Musst du noch irgendeine Blume anpflanzen heute? Oh ja, hätte ich machen sollen. Ich habe, glaube ich, keine Blumensamen. Oh, das ist schlecht. Kann ich morgen noch machen. Da mache ich Speed Grow drunter und dann. Ja. Schnellwachs. So, ich habe noch ein Brot, das ich mal im Müll gefunden habe. Pack ich mal da rein. Ein Baguette. Das ist gut. Kann man immer mal gebrauchen. So, ab ins Bett. Nicht auf OK klicken, Muffy. So. Hauptsache, du hast irgendwas verkauft. Genau, ich habe was verkauft, Leute. Und das war's dann auch für heute mit Stardew Valley. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao.